Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Sie tut nicht weh und von außen sieht man auch nichts. Dennoch, Mediziner nehmen es sehr ernst, wenn sie im Ultraschall eine Verdickung der Halsschlagader entdecken. Diese Carotis Stenose, auch dann, wenn noch Blut vom Körper zum Hirn fließen kann, ist mit Vorsicht zu betrachten. Und wir sprechen heute darüber, was man dagegen machen kann. Bei mir ist Dr. Peter Dahl, er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und der endovaskulären Gefäßtherapie am Asklepios Klinikum Schwalmstadt. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, ja. Carotis, das ist so ein Wort, was heißt denn das eigentlich? Es kommt aus dem Griechischen und interessanterweise heißt das der Schlaf, Karos, der Schlaf. Und da sehen wir auch schon den Zusammenhang, also wenn wir am Hals drücken, das haben eben auch schon die Griechen vor 1000 Jahre vor Christus schon gesehen, und wir drücken zu lange, dann fallen wir in einen Schlaf. Das heißt, wir haben, entweder sind wir im Koma, haben einen Schlaganfall, und diesen Zusammenhang haben, der ist eben schon seit gut 3000 Jahren bekannt. Darum haben Sie auch gerade schon angesprochen, weshalb die Carotis Stenose, also diese Verengung, so gefährlich ist, oder? Ich hörte das Wort Schlaganfall. Also wenn sie ein gewisses Maß überschreitet, mehr als 70%, dann ist sie gefährlich. Überwiegend ist sie natürlich statistisch gefährlich. Wir können nie von einer Verengung mit 100% sagen, dass sie dann und dann zu einem exakten Zeitpunkt zu einem Schlaganfall führen wird, während man viele andere Dinge in der Medizin doch schon recht gut voraussagen kann. Aber die Tatsache, dass eine Halsschlagaderverengung, die man sich etwa so vorstellen muss wie die Verengung in einer Sanduhr, dass sie vorhanden ist, die sagt uns ja auch, dass dann dort eben einfach weniger durchgeht. Und unser Gehirn braucht sehr viel Blut. Also es braucht etwa 1,2 Liter Blut pro Minute. Das muss schließlich durch diese Arterien durchgehen. Und wenn dort eine oder mehrere, manchmal auch noch zusätzlich welche, von denen wir nicht wissen, im Gehirn eng sind, dann sind dann irgendwelche Teile des Gehirns schlecht durchblutet. Ist denn das der Grund, also diese Minderdurchblutung, dass es dann zu einem Schlaganfall kommt oder zu einem so einem kurzen Schlaganfall, so eine ischämischen Attacke? Diese ischämischen Attacken, die zeigen eben an, bei einem Patienten, der vorher überhaupt kerngesund war oder sich zumindest fühlte, dass dort irgendetwas sein muss. Sicher ist nicht immer eine Halsschlagaderverengung dafür verantwortlich. Es gibt eben auch Herzrhythmusstörungen, die kleinere Blutklumpen generieren, die auch ins Gehirn kommen können und dort eben auch Ähnliches machen können. Aber eben auch eben die Halsschlagader ist vielleicht in etwa 30% bei allen Schlaganfällen dafür verantwortlich. Und wenn dann eben uns zuweisende neurologische Kliniken das entdecken, dann ist der Patient als Ursache dieses kleinen Schlaganfalles, ist er dann auch sehr schnell bei uns überwiesen und wird dann verhältnismäßig schnell auch diese Halsschlagader-Operation, entsprechende Aufklärung natürlich, bekommen. Wodurch wird denn die Halsschlagader dicker und enger? Das sind verschiedene Risikofaktoren. Die sind alle angelehnt an dem Alter. Ja, es gibt zwar ganz extrem seltene Gerinnungsstörungen, wo man vielleicht auch mal einen Schlaganfall auch als junger Mensch bekommen kann, aber das ist so unwahrscheinlich, also das sind nur wenige Menschen auf eine Million. Aber eben beim älteren Menschen ist das Arteriensystem natürlich entsprechend atherosklerotisch, das geht mit dem Alter, nimmt das zu. Wenn man Diabetes hat, nimmt das nochmal zu um Faktor 2. Wenn man Fettstoffwechselstörungen hat, wenn man natürlich auch geraucht hat, wenn man Bluthochdruck hat und diese ganzen Dinge, die wirken auch mit ein. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass mal ein 60-Jähriger eine Halsschlagaderverengung hat, aber es ist auch möglich, dass es erst ein Patient mit Ende 80 bekommt. Und dann muss man natürlich die Gefährlichkeit dieser Verengung muss man sehen. Und ich habe durchaus einen nennenswerten Patientenanteil, die ich immer nur ambulant sehe, weil ich einfach nur diese Verengung, die bislang vielleicht noch keinen Schlaganfall gemacht hat, kontrolliere, weil ich sie noch nicht für sehr, sehr gefährlich halte und weil sie unter 70% ist. Mhm. Was lagert sich da ab? Also es wird ja enger, die Halsschlagader, weil da Ablagerungen sich bilden. Mhm. Und ich glaube auch, weil sich das Gewebe entzündet, wenn ich richtig informiert bin, und sich auch dadurch noch einmal wieder neue Ablagerungen bilden. Mhm. Was lagert sich da ab? Das sind Cholesterinkristalle und das sind Schaumzellen und andere entsprechende krankhafte Veränderungen der Arterien.
Der Entzündungsprozess wird auch sicher diskutiert. Allein schon die Ablagerung von solchen größeren Molekülmassen in der Gefäßwand führt natürlich auch wieder zu einer Reaktion des Gefäßes und der Gefäßwände selber, was womöglich dann wieder zu einer weiteren Verengung führt. Und was ich oft auch sehe, wenn ich diese Verengung operiere, sie sind oft dann sehr kurzstreckig, manchmal nur 3-4 Millimeter kurz, aber manche auch eben 4 Zentimeter lang, sind dann auch noch Einblutungen. Die Wand reißt innen ein und das Blut strömt hinein und gerinnt dort und dann wird es noch weiter enger. Also es wird enger, mehr eng und zum Schluss ist es eben wie eine Sanduhr. Dann können kleine Krümelchen auch noch ins Gehirn mit dem Blutstrom ins Gehirn fliegen und das heißt dann Schlaganfall. Aha, das heißt also, der Schlaganfall kann einerseits passieren, indem da etwas ins Gehirn fließt, was sich löst, ja. Und eben durch den Sauerstoffmangel, durch die Verengung. Und eben auch ischämisch, dadurch, dass es so eng ist, dass zu wenig Blut hindurchgeht, da brauchen wir gar keine Krümelchen, die hinfliegen, sondern dass einfach dieses entsprechende Areal als letzte Wiese zu wenig sauerstoffreiches Blut bekommt und von da aus die Funktion nicht mehr ausüben kann. Und zum Beispiel linkshirnig kann der Patient dann auf einmal die rechte Hand nicht mehr bewegen. Ja. In welchen Fällen muss man operieren? Wenn die Verengung mehr, deutlich mehr als 70% ist und andere Gründe nicht dagegen sprechen. Oder eben, wenn wir herausgefunden haben, dass eine solche exulzerierte, also offene, ulkusartige Verengung kleinere Krümel nach oben schickt, also der Patient Schlaganfälle gehabt hat, der Neurologe, der bereits die Vordiagnostik schon gemacht hat, sich auch in diesem Befund sicher ist und wir ausgeschlossen haben, dass das nicht eventuell von zusätzlich bestehender Herzrhythmusstörung herkommt. Ja, also kann man für sich selbst Symptome festmachen, wo man sagt, oh, jetzt habe ich das und das gerade erlebt, ich sollte mal zum Internisten oder in die Klinik? Ja, ein typisches Symptom ist zum Beispiel die sogenannte Amaurosis fugax, das heißt die fliehende Blindheit. Die Patienten stellen fest, dass ein Auge auf einmal blind ist. Und dann sind sie ganz erschrocken natürlich und nach 2 Minuten ist es einmal wieder weg. Und das sollte man jetzt nicht vergessen und sagen, ist ja erledigt, sondern dann sollte man schon eine weitere Diagnostik machen. Das ist so ein typisches Zeichen. Oder man hat eine temporäre Lähmung vom Arm. Auf einmal kann man mit dem Arm, die Tasse fällt einem aus der Hand oder irgendetwas. Und man kann mit dem Arm sich motorisch nicht mehr darauf verlassen, wie man das vorher konnte. Und auf einmal ist es wieder weg. Das ist dann so eine transitorische ischämische Attacke. Das heißt, es ist ein temporärer Ausfall von funktionellem Hirngewebe. Also hier dieses Bewegen mit der Hand, das mache ich nur mit einem ganz kleinen Hirnareal auf der anderen Seite. Und da muss ich mir dann Gedanken machen, muss Bildgebung machen, die weitere ärztliche Diagnostik, die führt dann dazu, dass in der Regel auch die Kollegen uns diese Patienten dann zuweisen, wir diese Befunde erhärten, beweisen, andere Dinge ausschließen und sie dann über eine womöglich sinnvolle Operation aufklären. Wie ist denn die sinnvolle Operation in diesem Fall? Wie läuft die? Ja, die läuft in Lokalanästhesie. Mhm. Sicher wird das heute auch noch viel in Vollnarkose gemacht. Dieses Lokalanästhesie-Verfahren ist vielleicht für den Operateur, empfinde ich das immer etwas unbequemer, weil man eben auch mit dem Patienten reden muss und weil er sich auch bewegen kann, was durch entsprechende Lagerung allerdings schon etwas ausgeschlossen ist. Die Sicherheit für den Patienten, die ist viel höher. Also wenn ich beispielsweise eine Halsschlagaderverengung hätte, die auch operiert werden muss, würde das in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Und schneiden Sie dann das Gefäß auf? Der Patient liegt beispielsweise so in der Seitenlage, wenn ich jetzt zum Beispiel die linke Seite operieren will, wo die Verengung eben nachgewiesen ist. Und gibt mir ein neurologisches Signal praktisch, wenn ich diese Arterien ausklemme, dass es ihm gut geht. Und also das macht er. Genau, also nochmal kurz den Stand hierher. Ihre Begleitung kommt gleich zum Tragen. Also das heißt, Sie möchten das Gefäß ausschaben und das rausholen, was das Gefäß verengt. Dazu muss es aber abgeklemmt werden natürlich, denn sonst würde ja... Wollen wir uns gar nicht vorstellen, was da sonst passieren würde. Aber der Patient soll ja am Leben bleiben. So, jetzt fließt das Blut dann durch die andere Seite wahrscheinlich auch, aber trotzdem braucht man ja eine Kontrolle.
Und jetzt kommt diese Ente zum Tragen. Ja. Kann das sein? Genau. Ich bin gespannt. Ja, das Geheimnis der Ente. Ja. Der Patient liegt also jetzt und wir haben die Halschakader freigelegt. Sie besteht aus einer vom Herzen kommenden Arterie, die sich direkt hier teilt. Und das heißt in eine gesichtsversorgende Arterie und in die reine hirnversorgende Arterie. Alle drei Arterien, wie ein Y, müssen abgeklemmt werden. Nun ist natürlich dann auch die hirnversorgende Arterie abgeklemmt, in diesem Fall. Und es kann sein, und statistisch, wir haben das natürlich aufgearbeitet, ist es bei ziemlich genau 18% der Patienten der Fall. Und wir wissen nie, wer zu den 18% und wer zu den 82% gehört. Ist es der Fall, dass die dann manchmal erst später und manchmal auch schlagartig bewusstlos werden. Mhm. Und es gibt die Methode, dass man zum Beispiel in Vollnarkose Hirnströme ableitet und dass man dann sieht, wie die Kurven dann langsam runtergehen. Und das hat alles eine gewisse Verzögerung. Mhm. Ja? Die Kurven gehen erst runter, wenn das Gehirn, wie soll ich sagen, schon nicht mehr arbeitet. Und in dem Moment, wo unser Patient, der bei der Operation so liegt, da kommt hier jetzt die Hamburger Piratenente ins Spiel, der dann so liegt und er alle 5 Sekunden etwa so drückt. In dem Moment, wo ich das hier oben abklemme und er kann auf einmal nicht mehr drücken, in dem Moment tue ich weiß ich, dass es nicht ausreicht, was an Blut von der anderen Seite fließt. In dem Moment tue ich schnell ein Röhrchen rein. Das dauert keine 2 Minuten und der Patient kann sofort wieder quietschen. Aha. Ja? Aha. Und dann mache ich die Operation zu Ende. Zum Schluss entferne ich das Röhrchen und nähe dann zu. Das dauert auch wieder nur etwa 2, maximal 3 Minuten. Und es ist kein Schaden durch diese Minderdurchblutung eingetreten. Mhm. Und wir machen, da würde ja natürlich jeder sagen, ja, da macht doch immer gleich ein Röhrchen rein. Mhm. Dann würde ich aber praktisch bei 82% der Patienten umsonst ein Röhrchen reintun. Mhm. Und Röhrchen ist eine Zusatzmaßnahme. Und eine Zusatzmaßnahme kann auch mal eine Komplikation machen. Das heißt, es könnte einen Schlaganfall auslösen, dieses Röhrchen, weil es vielleicht ganz selten, vielleicht im Gefäß doch Richtung Hirn schiebt. Ja, und deswegen bin ich da so pingelig, deswegen entfällt das. Mhm. Und deswegen machen wir das so. Und die Patienten nehmen das auch sehr gut an. Ja. Und zwar, ich glaube, ein Grund ist, weil sie keinen Kontrollverlust haben. Ja, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt eine Halsschlagader-Operation, man würde mich in Vollnarkose versenken. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals wieder aufwache. Mhm. Und wenn ich weiß, das wird in örtlicher Betäubung gemacht, bin ich immer dabei. Mhm. Kann es denn bei der Operation als solcher auch passieren, dass dadurch etwas ins Hirn wandert, also dass dadurch ein Schlaganfall ausgelöst wird? Im Prinzip ist das möglich, aber unsere Qualitätssicherungsdaten, die eben von der unabhängigen Stelle in Hessen für unser Land gemacht werden, da stehen wir da sehr gut da. Also da sind wir... haben wir da diesbezüglich keine Komplikationen. Okay, also keine solche Fälle gehabt oder gibt es da so eine statistische Größe? Oder? Wir haben bislang keine solchen Fälle gehabt, über Jahre nicht. Und ich glaube, das liegt auch eben daran, dass wir das eben nur selektiv machen. Selektiv heißt? Das heißt eben nur bei den Patienten, die tatsächlich nicht mehr quietschen können, nur bei den 18%. Ach so, genau. Mhm. Wenn Sie jetzt das Gefäß ausgeschabt haben, wie wird denn dann diese Stelle wieder zugemacht? Also wir verschließen das mit feinen Nähten. Die sind etwa so dick wie ein Haar. Die Nadel ist also direkt daran geschweißt. Das ist so eine Art traumatische Nähte, weil das ist ja ein... das Gefäß ist ja sehr, wir wollen ja die Verengungen rausholen und auch vor allen Dingen die Wand glatt erhalten. Und dadurch müssen wir sehr feine Materialien verwenden, teilweise setzen wir auch Lupenbrillen ein. Und wenn wir das dann freigegeben haben, machen wir direkt auf dem OP-Tisch über eine ganz kleine winzige Nadel eine Kontrollangiografie, indem wir dort Kontrastmittel ganz vorsichtig reinspritzen. Und dann sehen wir, ob auch alles in Ordnung ist. Weil wir können ja, wenn wir zugenäht haben, nicht innen reingucken. Mhm. Das heißt, wir müssen die Strömung beurteilen. Weil wenn wir es aufhaben und da wäre noch irgendwie ein kleines Problem, könnten wir das ja sofort beheben. Mhm. Und deswegen, das nennt man auch, wissenschaftlich gesehen, nennt man das Goldstandard. Deswegen machen wir die angiografische Kontrolle. Mhm. Und wann kann der Patient wieder aufstehen? Der Patient sollte an diesem Tag auf intensiv überwacht werden. Überwiegend deswegen, weil er Blutdruckkrisen bekommen kann. Viele von unseren Schlaganfallpatienten haben halt einen schlecht eingestellten Blutdruck und muss dort in der Regel die Nacht über verbringen. Und sehr viel jüngere Patienten tun wir auch auf der Normalstation. Und am nächsten Tag kann jeder Patient aufstehen.
und wird am dritten Tag entlassen. Und sagt man ja, die Karotte, das ist ein Blick in den Körper. Also wenn ich da Verengungen habe, dann weiß ich anderswo, können die auch sein. Da würde ich sagen, okay, dann kann das ja durchaus auch passieren, dass sich das an der Stelle wieder zusetzt, oder? Die Rezidivstenosen, also die wiederauftretenden Stenosen in Bereichen, wo man bereits operiert hat, bei der Halsschlagader, sind sehr gering. Es sind nur wenige Prozent. Und vor allen Dingen, wenn man, sie sind dann deutlich, da gibt es Studien dazu, ganz deutlich noch weiter vermindert, wenn man den Goldstandard, also die angiografische Kontrolle, gemacht hat. Das ist der Grund, warum wir es auch tun. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte, gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.